Alles, was ihr über das Wurzelchakra wissen müsst. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gisemna. Wie geht's euch so? Auf diesem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Kraft der Gedanken, Selbstentwicklung und vieles mehr. Wenn diese Themen dich interessieren und du noch kein Abonnent bist, dann lass gerne einen Abonnent da oder einen Daumen nach oben. Wurzelchakra, das ist das allererste Chakra. Wenn dieses Chakra blockiert ist, können wir die anderen Chakras alle auch vergessen, weil es ist wie wenn du eine Autobahn hast, ne? Der Anfang der Autobahn ist blockiert, ist egal, ob der Rest frei ist. Wenn der Anfang blockiert ist, wirst du auch im Rest nicht fahren können. Das heißt, das ist da, wo wir starten müssen, im Wurzelchakra, das erste Chakra, das sich ganz unten befindet. Das heißt, das ist das Rote. Also Sanskrit ist eine altindische Sprache. Die Theorie der sieben Zentren gibt es halt verteilt in ganz vielen verschiedenen Kulturen, aber das bekannteste ist halt von Indien und da im Sanskrit heißt das halt Muladhara, das erste Chakra, und das ist halt, das bedeutet halt auch so viel wie Wurzeln oder ja, Wurzelchakra sozusagen. Das Wurzelchakra befindet sich zwischen Steißbein und Kreuzbein, das heißt, wenn du dich gerade einfach auf dem Boden im Schneidersitz hinsetzen würdest, der Punkt, an dem du die Erde berührst, das ist so kannst du dir das ungefähr vorstellen, das ist dein Wurzelchakra. Jedes Chakra ist auch mit einem Element verbunden und das Element des Wurzelchakras ist die Erde. Selbstverständlich, ne, Wurzeln in der Erde, ist eigentlich einfach zu merken. Und es ist auch mit einem Organ verbunden. Das Organ des Wurzelchakras sind die Nebennieren. Genauso ist es auch mit einem materiellen Sinn verbunden, das heißt mit einem der fünf Sinne zum Beispiel verbunden, und das ist in dem Fall der Tastsinn. Unser Wurzelchakra verbindet uns sozusagen mit der materiellen Welt. Ne, was manche Leute als Realität bezeichnen würden, zu tun hat, hat mit dem Wurzelchakra zu tun. Jedes Chakra hat auch seine Nebenchakren, und ein Nebenchakra zum Beispiel vom Wurzelchakra ist unter den Fußsohlen. Durch deine Fußsohlen kriegst du sozusagen für dieses Chakra, für das erste Chakra, auch deine Energie. So, was macht das Wurzelchakra? Das Wurzelchakra kanalisiert die kosmische Energie, das heißt vom ganzen Universum, ne, von der Erde, vom Universum, in deinen physischen Körper. Durch das Wurzelchakra nehmen wir Kontakt mit dem Geist der Mutter Erde auf, mit dem Teil der Schöpfung, der materiell ist, dem Ursprung aller Dinge, was die Erde ist, mit dem Ursprung auch unseres Seins, unser Körper kommt, besteht auch aus Erde. Wie kann man sich das vorstellen, dass unser Körper aus Erde besteht? Ganz einfach, ihr müsst euch das vorstellen, unsere Zellen sind nicht fest oder sind nicht ganz, sondern wir erneuern uns alle 7 Jahre. Das heißt, keine einzige Zelle, die jetzt gerade in deinem Körper ist, wenn du jetzt über 7 Jahre bist, was ich annehme, ist die, mit der du geboren wurdest. Deine Zellen erneuern sich ständig, und wie erneuern die sich? Durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ne? Und diese Nahrung, wer hätte es gedacht, kommt aus der Erde. Das heißt, jede einzelne Zelle in deinem Körper jetzt gerade besteht aus Erde, kommt ursprünglich aus der Erde. Seelisch gesehen ist es das Überlebenssinn. Das heißt, die Grundinstinkte eigentlich befinden sich in diesem Chakra, und auch die Annahme, dass wir materiell überhaupt existieren. Wenn wir uns das so überlegen, ist es so, dass wir vorher eine Seele waren und jetzt in einem Körper stecken. Und wenn unser Wurzelchakra nicht ausbalanciert ist, dann können wir diese materielle Existenz irgendwie nicht richtig annehmen. Wenn dieses Chakra in Balance ist, bekommen wir von der Erde Kreativität, Ausdauer und Durchsetzungsvermögen. Das alles kommt halt von der Kraft der Erde. Zufriedenstellende materielle und finanzielle Sicherheit. Warum hat das Ganze mit Geld zu tun? Geld repräsentiert, also ist eigentlich nur ein Symbol für Lebensenergie eigentlich auf unserer Erde jetzt im Moment, was der Stand ist, ne? Geld repräsentiert Lebensenergie, weil wie verdienst du Geld? Indem du deine Energie investierst, indem du deine Zeit investierst, deine Lebensenergie investierst. Und was kannst du damit kaufen, was du brauchst, um am Leben zu bleiben? Ne? Das kannst du alles mit Geld kaufen. Und deswegen repräsentiert Geld in diesem Fall auch Lebensenergie. Und deswegen ist auch Geld, also finanzielle Sicherheit, mit unserem Wurzelchakra verbunden. Grundlegende, also ich sag mal Standardwunsch der Fortpflanzung ist auch im Wurzelchakra verbunden. Im Wurzelchakra ist auch noch der Sitz unseres kollektiven Bewusstseins. Was ist das kollektive Bewusstsein? Das ist ein sehr interessantes und eigentlich ein sehr weitläufiges Thema, worüber man sehr viel reden könnte. Aber ganz knapp gefasst ist das kollektive Bewusstsein die
Energie der gesamten Erde, der gesamten Erdbevölkerung. Also die gesammelte Energie, wenn du zum Beispiel, wenn du die ganze Energie zusammennehmen würdest und die Durchschnittsenergie sozusagen nehmen würdest, ne, das ist das kollektive Bewusstsein. So jedes Chakra hat auch ein Komplementärchakra sozusagen, ein Chakra, mit dem es irgendwie zusammenarbeitet oder im Gleichgewicht steht oder im Gegensatz steht. Und das Komplementärchakra sozusagen zum Wurzelchakra ist das Kronenchakra, das ganz oben auf unserem Kopf sitzt. Das könnte man sich so vorstellen, eins ist ganz oben, eins ist ganz unten. Und ja, die gleichen sich aus. Wenn unser Wurzelchakra blockiert oder nicht ganz funktioniert, dann haben wir das Gefühl, dass wir keinen Platz auf der Erde haben. Wir haben das Gefühl, dass wir nicht verdient haben zu leben, sozusagen, dass wir keinen Platz auf der Erde haben, dass wir es nicht verdient zu leben. Und man könnte das auch so beschreiben, dass du glaubst, nicht ganz da zu sein, du bist nicht ganz präsent. Und für diese Menschen, bei denen das Wurzelchakra nicht richtig funktioniert, ist das Leben mehr eine Last als eine Freude. Also diese ganzen spirituellen Themen und sich weiterzuentwickeln, das alles kommt dem Menschen als Last vor, weil du nicht wirklich das Gefühl hast, dass du überhaupt einen Platz im Leben hast und du hast das Gefühl, das Leben ist immer nur, du versuchst, aber immer noch findest du nicht deinen Platz. Das heißt, es ist wirklich für dich eine Last, wenn dieses Chakra blockiert ist. Deine Kraft zu manifestieren ist komplett blockiert damit, wenn dein Wurzelchakra blockiert ist. Wenn es teilweise funktioniert, kannst du auch teilweise manifestieren, aber im Grunde genommen hast du nicht wirklich die Kraft, die von der Erde kommt, die von der Lebensquelle kommt, von unserer materiellen Lebensquelle kommt, auch materielle Dinge zu manifestieren. Denn also manifestieren, ne, ist jetzt nicht böse gemeint, aber hat ja meistens was mit materiellen Dingen zu tun. Der am häufigsten vorkommende Anzeichen, dass man ein blockiertes Wurzelchakra hat, ist, wenn es schwerfällt, morgens aus dem Bett zu kommen, tatsächlich. Die Erde gibt uns die Energie, morgens aus dem Bett zu kommen. Was eigentlich ein Morgen, ein Aufwachen ist, ist ein Umschwung von der astralen Welt in die materielle Welt. Denn wenn wir träumen, sind wir ja nicht wirklich in der materiellen Welt präsent. Wir sind ja, wenn wir träumen, sind wir eigentlich in einer anderen Ebene, sage ich mal so, wir sind dann in der astralen Welt und der Umschwung von der astralen Welt in die materielle Welt ist halt, wenn das Wurzelchakra blockiert ist, sehr schwierig. Du kannst nicht direkt deinen Tag losstarten. So, genug jetzt von allgemein dem blockierten Chakra. Reden wir jetzt darüber, wie du dein Chakra in Gleichgewicht bringen kannst oder öffnen kannst oder wie die Energie halt im Wurzelchakra gleichmäßig fließen kann. Die am meisten bekannte Art, sein Wurzelchakra zu grounden und ja, sich sozusagen Energie von der Erde zu geben, die am meisten bekannte ist, barfuß auf der nackten Erde zu laufen und die Erde zu spüren. Das Grundbewusstsein oder das Grundwissen, das wir alle verkörpern müssen, damit wir gegroundet sind, ist das Wissen, dass wir mit allem, was materiell ist, verbunden sind durch die Schöpfung. Durch die Erde sind wir mit allem, was auf der Erde ist, verbunden. Energetisch gesehen, materiell gesehen auch. Denn wir stehen materiell die ganze Zeit im Austausch mit unserer Umwelt. Allein schon dadurch, dass wir ein- und ausatmen. Das heißt, wir brauchen Sauerstoff von der Umgebung. Wir brauchen die ganze Zeit Dinge von unserer Umgebung. Wir sind eigentlich nicht abgetrennt von der Umgebung. Ein blockiertes Wurzelchakra gibt auch oft die Illusion, dass wir komplett abgetrennt sind von allem, was um uns herum ist und was außerhalb von uns noch existiert. Wir denken, dass das alles getrennt ist, aber in Wirklichkeit ist das alles verbunden miteinander und vernetzt miteinander. Da komme ich auch schon zum nächsten Weg, wie man sich balancieren kann, und zwar durch Atemübungen. Ein Weg ist, zwischen Ein- und Ausatmen immer eine kleine Pause zu machen, also bewusst zu atmen. Das heißt, immer, wenn du einatmest, kleine Pause, ausatmen, kleine Pause. Und dann wieder einatmen, kleine Pause, ne? Und dadurch werden wir halt unserer Atmung uns bewusst und wir fangen an zu realisieren, dass wir mit unserer Umgebung halt einen Austausch haben, einen ständigen Austausch, um zu überleben, um in dieser materiellen Welt existieren zu können. Dann gibt es noch ganz viele, also es gibt wirklich Millionen Wege, wie man
die einzelnen Chakras in Einklang bringen kann. Und ihr könnt das so individuell machen, wie das für euch funktioniert. Ihr könnt verschiedene Dinge ausprobieren erstmal, was für euch das Beste ist. Es gibt auch wirklich tausende Meditationen auf YouTube, die ihr machen könnt, Visualisierungen, die ihr machen könnt. Ihr könnt mit der Farbe Rot arbeiten, denn das ist die Farbe, die diese Chakra repräsentiert. Ihr könnt euch die Stelle, wo sich euer Wurzelchakra in eurem Körper befindet, euch auf diese Stelle konzentrieren und euch diese Stelle brennend rot vorstellen und dann einatmen und mit jedem Atemzug rotes Licht einatmen, das genau zu diesem Wurzelchakra führt. Oder ihr könnt euch vorstellen, dass Energie durch euren Körper fließt und durch euren Wurzelchakra nach oben steigt, zum Beispiel. Ihr könnt euch auf YouTube diese Übungen anschauen. Bewusst werde dir der Schwerkraft bewusst, werde dir bewusst, dass du von der Erde angezogen bist, dass du mit der Erde verbunden bist, ne? Und ja, spür die Schwerkraft einmal bewusst. Wir sind uns der Schwerkraft meistens gar nicht bewusst, weil wir natürlich einfach so in unser Alltag leben und ja, gar nicht bewusst die Schwerkraft manchmal wahrnehmen. Das könnt ihr vor allem auch abends vorm Einschlafen machen. Spüre, wie du in deine Matratze gedrückt wirst. Spüre, wie dein Körper auf die Erde gedrückt wird. Das hilft dir nicht nur beim Einschlafen, sondern auch beim Grounden. Dann kannst du ganz viele Affirmationen nutzen, die dir Sicherheit geben. Zum Beispiel, ich bin verbunden mit der Erde, ich fühle mich sicher, die Erde ernährt mich. Ich bin verbunden mit allem, was um mich herum ist. Gott beschützt mich. Also, das Sicherheit ist ja auch ein ganz großes Thema. Dann, was du machen kannst, um dich mit der Erde zu verbinden, ist Gartenarbeit. Gartenarbeit grounded unheimlich, denn du merkst, du berührst die Erde, du arbeitest mit der Erde zusammen, du pflanzt einen Samen und aus der Erde wächst eine Pflanze. Und du kannst natürlich auch dein eigenes Essen anpflanzen. Da komme ich zum nächsten Thema, denn Essen ist ein ganz großes Thema, was dich grounden kann. Denn unser Essen kommt aus der Erde. Die Nährstoffe, die wir brauchen, kommen aus der Erde. So nah wie es geht am Boden sitzen, wenn du auch eine Wohnung hast, anstatt auf der Couch zu sitzen, kannst du auch einfach auf dem Boden sitzen. Campen ist eine sehr gute Art, sich zu grounden, weil du auf dem Boden sogar schläfst, also nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der freien Natur schläfst. Das verbindet dich auch mit der Erde. Mit Kristallen kannst du auch arbeiten, um dich zu grounden. Ganz bestimmte Kristalle, rote Kristalle, schwarze Kristalle, die auch für Sicherheit stehen. Schwarze Kristalle stehen auch sehr oft für Sicherheit. Das verbindet uns alles mit der Erde. Sogar einfache Steine verbinden uns eigentlich mit der Erde. Du kannst auch einfach rausgehen, irgendeinen Stein finden und den in deine Tasche packen. Und jedes Mal, wenn du diesen Stern anfasst, weißt du halt, dass du ein Teil der Erde bist, denn dieser Stein ist ein Teil der Erde, ne? Und alles, was ein Teil der Erde ist, verbindet uns mit unserem Wurzelchakra. Dann etwas, das total Spaß macht und dein Wurzelchakra von negativer Energie befreien kann, ist Tanzen. Und genauer gesagt ist es, deine Hüfte zu bewegen, denn Bewegung ist Energie und durch Bewegung kannst du auch, durch energische Bewegung kannst du auch dieses Wurzelchakra halt befreien. Und ja, einfach die Hüften bewegen. Außerdem sind in unserem Wurzelchakra auch sehr viele Traumata gespeichert, Kindheitstraumata vor allem, die mit Sicherheitsverlust zu tun haben. Dann gibt es auch einen sehr schönen Weg, wie man Traumata selbst überwinden kann. Und zwar ist es die einzig anerkannte Selbsttherapie, die wirklich auch wissenschaftlich anerkannt funktioniert, und das ist Journaling, das heißt ein Tagebuch führen oder einfach deine Gedanken halt aufschreiben. Und dieses Journal kannst du halt mit einer Frage beginnen. Und es gibt bestimmte Fragen, die du dir stellen kannst, um dein Wurzelchakra von Traumata zu befreien. Und zwar ist das die erste Frage: Wovor habe ich am meisten Angst? Was kann ich tun, um diese Ängste zu konfrontieren oder loszuwerden? Und wie kann ich diese Ängste loslassen und einfach weiterschauen und nach vorne schauen. Wenn du diese Fragen in einem Journal beantwortest, ist das halt genauso wirksam, als würde ein Therapeut dir diese Fragen stellen und du würdest halt mit deinem Therapeuten reden. So, was mache ich, möchte ich machen, um mein Wurzelchakra zu blockieren? Das wollte ich auch mit euch teilen. Und zwar möchte ich vegan werden, weil ich vor allem auch denke, dass wenn wir uns nur von der Erde ernähren, nur von Dingen ernähren, die aus der Erde kommen, glaube ich, dass wir auch ganz einfach energetisch ganz anders aufgebaut sind, weil wir ja, ne, wir sind das, was wir essen. Eine Sache wollte ich noch zum Schluss sagen, und zwar
Geht das nicht, dass wenn du einmal dein Chakra blockiert hast, also die Blockaden aufgehoben hast, dass du das dann heißt nicht, dass du das dann nie wieder machen musst. Es heißt, du musst das verkörpern, du musst das wirklich regelmäßig machen. Es muss eine Routine werden, dich zu grounden, weil du das tatsächlich auch immer brauchst. Du wirst es immer brauchen. Du musst immer eigentlich zurück zur Erde finden, irgendwie. Also die Lücke zwischen etwas zu wissen und etwas zu verkörpern ist Integration. Das heißt, du musst es in dein Leben mit einintegrieren. Nur so kannst du auf Dauer dein Wurzelchakra von Blockaden befreien und in Balance bringen. Es ist keine einmalige Sache. Ich habe auch überlegt, diese Sachen, die uns alle grounden, es ist tatsächlich traurig, dass in unserer modernen Welt eigentlich alles so aufgebaut ist. Unser ganzes soziales Leben ist so aufgebaut, dass eigentlich unser Wurzelchakra fast unmöglich, dass es fast unmöglich ist, unser Wurzelchakra in Balance zu bringen. Wir sitzen nie auf dem Boden. Wir haben immer irgendwelche Stühle, wir haben immer irgendwelche, Garnituren, auf denen wir sitzen. Wir laufen nie barfuß. Die meisten Leute laufen sogar zu Hause mit Schuhen. Wir kochen alles, was fast alles, was wir essen. Viele Leute ernähren sich auch von tierischen Produkten, das heißt sehr weniger von Produkten, die halt von der Erde rauswachsen. Eigentlich könnte man sagen, unser soziales Leben ist so aufgebaut, dass wir halt nicht gegroundet sind. Entnimmt dem, was ihr entnehmen wollt. Das kann von mir aus, ihr könnt von mir aus sagen, da kommt jetzt irgendeine Conspiracy-Theorie. Es ist wirklich auffällig, finde ich. Ne? Wir sind eigentlich alle isoliert irgendwo auch. Vor allem auch jetzt in letzter Zeit, ne? Wissen wir alle. Das ist eigentlich schade und traurig. Und ich finde, dass alle das wissen müssen, dass wir die Energie der Erde brauchen und wie wir diese Energie bekommen. Alle sollten das wissen, das sollte wirklich Allgemeinwissen sein, denn es ist etwas sehr Wichtiges und es ist etwas, das so oft vorkommt, dass Leute Schwierigkeiten haben, aus dem Bett morgens zu kommen und denken, dass sie im Leben keinen Platz hätten und dass Leute, ne, Suizidgedanken haben. Und das sind halt Dinge, die für ein geblockiertes Wurzelchakra stehen, leider. Deswegen auch ein Appell an euch, teilt dieses Video mit allen Leuten, die ihr glaubt, die bereit und offen dafür sind für dieses Thema. Und teilt auch gerne meine anderen Videos natürlich. Aber ich finde dieses Video besonders wichtig, weil ich denke, dass sehr viele Leute dieses Grundwissen einfach nicht haben. Und ich glaube, das ist wirklich Grundwissen. Eine lustige Sache, die ihr auch noch machen könnt, ist, was mir gerade einfällt. Ich gucke gerade aus dem Fenster, habe halt einen Baum gesehen. Ihr könnt Bäume umarmen. Ja, Bäume umarmen ist eine sehr hippie-mäßige Art, sich mit der Erde zu verbinden. Aber Bäume repräsentieren das, was unser System repräsentiert. Und zwar starke Wurzeln. Ohne starke Wurzeln kann ein Baum nicht überleben. Deswegen Bäume umarmen. Danke, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Mal wieder mein Kind weint, deswegen muss ich los. danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!